Wenn wir in den letzten Tagen über Schweizer Fluggesellschaften gesprochen haben, dann meist nur, um zu sagen, dass die jetzt den Betrieb eingestellt haben und von nun an nicht mehr fliegen werden. Ist ja an sich schon mal ein bisschen doof, passiert in letzter Zeit auch gefühlt ziemlich häufig. Aber man muss sich dann auch immer mal ehrlich die Frage stellen, ob diese entsprechenden Fluggesellschaften dann auch wirklich in der Position, wo sie dann am Markt waren, ob sie da überhaupt noch Sinn gemacht haben. Denn manchmal gibt es ja durchaus ein paar Punkte, die einen das so ein bisschen bezweifeln lassen. Tja, und dann, wenn man möchte, kann man das ja auch so sehen, dass durch das Verschwinden der entsprechenden Fluggesellschaften ja auch Platz gemacht wurde für Neues. Und wenn eine gute Idee dahinter steckt, warum denn auch nicht? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und gestern bzw. vorgestern, ich weiß nicht ganz genau, wann ich schaffe, das Video hochzuladen, aber kann gut sein, dass es auch schon vor 2 Tagen war, da geisterte eine Nachricht über ein paar Internetseiten, über die man schnell mal drüber lesen konnte. War aber eigentlich eine ganz interessante Sache, über die man mal sprechen kann. Und zwar ging es darum, dass 4 Leute zurzeit Investoren suchen, um ihre Idee, die sie jetzt aktuell haben, unter dem Projektnamen Swiss Skies zu realisieren. Sie versuchen das Ganze umzusetzen und zwar geht es um eine Billig-Langstrecken-Airline in der Schweiz. Eigentlich eine ganz interessante Vorstellung. Das ist eine neue Billig-Airline, eine neue Günstig-Airline auf der Kurz- und Mittelstrecke. Wahrscheinlich in ganz Mitteleuropa, sei es jetzt in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder wo auch immer. Dass es da eine neue Billig-Airline sehr, sehr schwer hätte, sich gegen die ja schon riesige Konkurrenz durchzusetzen, das ist, glaube ich, keine Frage. Es gibt einfach schon so viele Fluggesellschaften, die das in einem viel größeren Maße ausführen, die einfach durch die Masse ganz andere Preise erzielen können. Sich da als neue kleine Fluggesellschaft, als neue Billig-Airline durchzusetzen, ist wahrscheinlich ohne großen Partner im Rücken gar nicht so einfach. Deswegen kümmern wir uns mal um die Langstrecke. Dass günstig Langstrecken durchaus funktionieren können und zurzeit ganz schön im Trend liegen, das zeigt unter anderem Norwegian oder das zeigt auch Eurowings. Ein ähnlicher oder vergleichbarer Anbieter nur in der Schweiz, der kann wahrscheinlich mit solchen Flugzeugen, also in dem Fall jetzt Boeing 787 oder Airbus A330 oder auch A340, gar nicht unbedingt so profitabel fliegen. Der kriegt die Flieger wahrscheinlich einfach nicht voll. Aber da liefert Airbus ja jetzt bald ein durchaus passenderes Flugzeug, und zwar den Airbus A321 Long Range, den A321LR. Wahrscheinlich der A321, bei dem das Potenzial, welches dieses Flugzeug bietet, am besten und am sinnvollsten genutzt wurde. Dieser A321 in seiner wahrscheinlich hochentwickelsten, aktuellsten Ausführung als A321LR bietet hier eine ganze Menge Vorteile. Und zwar kann man ihn unter anderem mit der Airbus Cabin Flex Option bestellen. Das ist schon gar nicht mehr so neu, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da geht es darum, dass man einfach, ja, einfach doof gesagt, den ganzen Platz, den der A321 bieten kann, hier am sinnvollsten nutzen kann. Sich am besten den Platz, den begrenzten Platz, den der A321 hat, aufteilen kann. Und wenn man mit dieser Maschine auf die Langstrecke gehen möchte, dann sollte man diese Option auf jeden Fall haben. Der Flugzeughersteller Airbus sagt über die neueste Ausführung des A321, dass man mit diesem Flugzeug bis zu 206 Passagiere in einem Standard-Zwei-Klassen-Layout, sprich mit einer Economy-Class und sogar mit einer Business-Class, bis zu 7400 Kilometer weit fliegen lassen kann. Das ist schon eine ganze Menge und das wird möglich gemacht durch 3 Zusatztanks im Bauch des A321LR im Vergleich zum normalen A321neo. Diese Werte übertreffen damit sogar die meisten Werte einiger Versionen der Boeing 757-200. Das war aber auch das Ziel. Airbus selbst wirbt mit bis zu 25% Ersparnis im Vergleich zur 757-200. Aber mit diesen Prozentangaben, die die Hersteller da machen, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil diese 25%, die kommen dann wirklich nur zustande, wenn man das Flugzeug auch genau so nutzt, wie Airbus das denn gerne hätte. Aber ist auf jeden Fall keine Frage, das Ding kann sparsamer sein als eine 757. So, und damit ihr nun mal so eine Vorstellung habt, was jetzt diese 3 Zusatztanks bedeuten, der A321 kann ungefähr, also nichts Neo, einfach nur A321, kann ungefähr 29.600 Liter Treibstoff tanken. Das ist eine ganze Menge. Damit kann er dann 5.900 Kilometer ungefähr voll beladen mit bis zu 220 Passagieren weit fliegen. Der A321neo, der hat ungefähr die gleiche Tankkapazität und kann damit fast 6.900 Kilometer weit fliegen. Diesen Unterschied machen also erst einmal nur die neuen Triebwerke des A321neo. Beim A321LR, was ja quasi dann der Neo mit Long-Range-Option ist, mit diesen 3 Zusatztanks, die dann dazukommen, kann etwa 33.000 Liter Treibstoff tanken und kommt damit dann
die versprochenen 7400 Kilometer weit. Airbus hat aber auch schon mehrfach bewiesen, zum Beispiel mit einem Flug mit dem A321LR von den Seychellen aus nach Toulouse. Die haben auch schon mehrmals bewiesen damit, dass der A321 je nach Konfiguration, je nach Ausstattung, je nach Beladung nochmal einige hundert Kilometer drauflegen kann. Also Airbus hat damit ein Flugzeug gebaut, was durchaus von Mitteleuropa ganz entspannt einige Ziele in Nordamerika zum Beispiel erreichen kann. Und das ist dann ganz grob gesagt auch der Plan der neuen Fluggesellschaft, die jetzt noch unter dem Projektnamen Swiss Skies läuft. Ist übrigens das Baby von einem Teilzeit Ryanair-Piloten und drei weiteren Partnern, darunter auch Managern von Air Berlin und so weiter, die durchaus ein bisschen was mit Luftfahrt zu tun hatten, also Leute, die ein bisschen Ahnung haben sollten. Also Baby von einem Teilzeit Ryanair-Piloten und drei Partnern aus der Schweiz. Zum aktuellen Zeitpunkt sucht man für diese neue Fluggesellschaft jetzt also Investoren, also Geldgeber, Leute, die Geld investieren möchten in diese Idee, von der bis zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht viel mehr als ein Businessplan steht. Dieser Businessplan, mit dem man die Investoren überzeugen möchte, geht aber davon aus, dass man vielleicht sogar durchaus schon im nächsten Jahr starten könnte und dann im zweiten Betriebsjahr, man möchte hierbei ganz klar die Vorteile einer einheitlichen Flotte für sich nutzen, also es soll beim A321LR bleiben. Im zweiten Betriebsjahr könnte man dann bis zu 16 Jets betreiben, zwei Jahre später könnten es dann sogar schon fast 40 Flugzeuge sein. Ja, ziemlich große Pläne. Hier und da schaut man sich dann sicherlich mal so ein bisschen was von Ryanair ab, zum Beispiel, dass man eben nicht zum Beispiel nach Chicago oder New York JFK fliegen wird, sondern vielleicht dann eher an kleinere Flughäfen in der Nähe von großen Städten. Zum Beispiel macht Ryanair das so mit Frankfurt und Frankfurt-Hahn. Frankfurt-Hahn ist ja nur knapp 130 Kilometer von Frankfurt entfernt, für die Passagiere also ganz große Klasse. Nein, das kann natürlich funktionieren und das spart sicherlich eine ganze Menge Geld. Und genauso wird es dann auch mit der Heimatbasis laufen, die dann wohl wahrscheinlich Basel sein wird. Ein Flughafen in der Schweiz, der durchaus noch ein bisschen Kapazitäten haben sollte und der sicherlich noch eine ganze Ecke günstiger ist als Zürich. Tja, und von da aus jetzt in die ganze Welt fliegen und das ziemlich billig mit einem A321LR. Das ist bis zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht viel mehr als ein Traum mit Businessplan. Aber wer weiß, vielleicht kommen ja die Gelder zusammen und dann könnte die Schweiz vielleicht schon im nächsten Jahr eine neue interessante Fluggesellschaft haben. Und wenn wir schon mal beim Thema neue Airlines sind, beim Thema neue Fluggesellschaften, dann wollte ich noch mal ganz kurz auf eure Kommentare eingehen. Und zwar fragt ihr wirklich ziemlich häufig, wie es denn mit der LTU aussieht. Wir haben, glaube ich, kurz vor Weihnachten mal darüber berichtet. Es soll ja die Airline werden, die das kombiniert, was wir seit dem Verschwinden der eigentlichen LTU vermissen, mit dem, was die Gegenwart an positiven Entwicklungen hervorgebracht hat. Und man hat irgendwie nicht mehr viel über die gehört. Aber so viel kann man dazu auf jeden Fall sagen. Das Projekt existiert noch. Zum Beispiel auf der Facebook-Seite von LTU wird ab und zu immer mal wieder was gepostet. Und unter anderem wurde auch dazu aufgerufen, dass zum Beispiel ehemalige Mitarbeiter der Schweizer Bel Air, die ja jetzt auch definitiv nicht wieder fliegen wird, dass die sich bei LTU bewerben können. Und wenn sie es drauf haben und wenn sie Bock haben, dann können sie an diesem Projekt mitwirken. Ja, aber sonderlich mehr kann man auch auf der Internetseite der LTU zum aktuellen Zeitpunkt nicht herausfinden. Scheinbar haben sie Ende Juli eine große Party gefeiert und da wurde ein Ticket verlost für den Erstflug nach wahrscheinlich Miami, wann auch immer das eingelöst werden kann. Wir wissen es zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht. Aber wieso denn auch nicht? Bedeutet, interessante aktuelle Details zu diesem Thema kann ich euch jetzt gerade nicht geben, weil entweder sie existieren noch gar nicht oder wenn es handfeste Details gibt, dann wollen sie die natürlich nicht veröffentlichen, was aus Sicht des Unternehmens aufgrund der aktuellen Marktlage ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Wirklich spannende neue Infos zu diesem Thema gibt es also leider nicht wirklich, aber ich denke mal, die sind da dran. Tja, und auf der Facebook-Seite wurden dann noch ein paar Bilder veröffentlicht von einem Flieger in möglicher LTU-Lackierung. Das sind aber, das muss man dazu sagen, keine offiziellen Bilder der LTU. Also es steht natürlich nicht fest, dass die Flugzeuge so aussehen werden. Es stehen noch gar keine Flugzeuge fest, also es steht eigentlich noch gar nichts fest. Wir wissen darüber leider noch nichts, außer das, was wir auch schon vor 8 Monaten wussten. Und eine Sache wollte ich in diesem Video heute noch erwähnen, und zwar, falls sich gerade jemand wundert, warum er den A380 der HiFly aktuell nicht auf Flightradar findet, das Ding ist leider kaputt und steht in Paris, denn da hat das Flugzeug beim Schleppen eine Fluggastbrücke mitgenommen, wobei ein Triebwerk des A380 beschädigt wurde. Ziemlich blöde Situation für den Schlepperfahrer, auch ein bisschen blöd für HiFly und natürlich sehr doof für Air Austral, die den A380 der HiFly zum jetzigen Zeitpunkt da angemietet haben und ihn eigentlich täglich zwischen Paris und Réunion pendeln lassen wollen. Die mussten jetzt erstmal wieder ein paar Flüge canceln, aber ich denke mal, dass sie in Paris nicht allzu lange brauchen werden, um den A380 wieder fit zu kriegen, denn die kennen sich ja eigentlich mit diesem Flugzeug
Fahrzeugtypen aus. Und damit soll es das mit den News für heute gewesen sein. Es tut mir leid, dass die Videos zum aktuellen Zeitpunkt immer so ein bisschen später kommen, beziehungsweise teilweise jetzt in den letzten Tagen gar keine Videos gekommen sind. Es wird auch erstmal die nächsten Tage so bleiben. Ich habe euch ja gesagt, jetzt aktuell läuft die Ausbildung gerade wieder auf Hochtouren. Bedeutet, ich bin wieder in der Praxisphase, heißt, ich muss wieder fliegen. Das ist natürlich eine tolle Sache, macht eine ganze Menge Spaß. Ich kann euch gerne mal ein bisschen was darüber erzählen. Ihr müsst euch das so vorstellen, man fliegt jetzt unter Instrumentenflugregeln, also man fliegt jetzt IFA. Das bedeutet, das Ganze machen wir in der Piper PA-28. Da sitzen immer drei Leute drin, heißt zwei Flugschüler, ein Fluglehrer. Ihr müsst euch das so vorstellen, einer von den beiden fliegt dann immer ja, 3-4 Legs. Das dauert 1,5 bis 2 Stunden. Dann wird getauscht, bisschen Pause gemacht und dann fliegt der andere das Ganze wieder zurück. Das ist immer ziemlich zeitaufwendig. Dazu kommt dann natürlich Flugplanung. Wie gesagt, das sind IFA-Flüge unter Instrumentenflugregeln. Das bedeutet, man muss einen Flugplan richtig aufgeben bei der DFS, bei der Deutschen Flugsicherung. Und das, ja, nimmt eigentlich aktuell eine ganze Menge Zeit von meinem Tag in Anspruch. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Deswegen, ja, wird es wahrscheinlich auch noch bis Donnerstag so weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich morgen oder übermorgen ein Video machen kann. Mal schauen. Aber dann bin ich erst einmal durch mit dieser Flugphase und dann wird es wahrscheinlich erst mal 2 Wochen wieder tägliche Videos geben. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und dann sehen wir uns vielleicht morgen, vielleicht aber auch erst übermorgen oder wann auch immer bei einem neuen Video wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.